Parlament mal voller und mal leerer, aber immer voller Lehrer ist. Right. Herzlich willkommen zu Strauß und Theiner. Es geht wieder los. Wir machen heute das Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und meine Frage an dich, Franz, gleich zu Anfang. Wir sind ja jetzt gerade in einem Umbruchszeitalter. Wir fangen ja gerade an, viele Dinge neu zu durchdenken. Gibt es da auch die Chance, unsere Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit erstmal zu überdenken? Ja, es gibt da ganz frappierende Ergebnisse. Zum einen sieht man ja, dass also in Städten, wo seit langem nicht mehr aus der Himmel gesehen werden konnte, nachts plötzlich wieder klare Sicht. Die Satellitenaufzeichnungen zeigen ein eindeutiges Bild. Andererseits müssten natürlich die ganzen Dieselkritiker verzweifeln, weil die Feinstaubwerte einfach nicht runtergehen. Also diejenigen, die gesagt haben, die Feinstaubwerte, das liegt 80-90% an natürlichen Ursachen, die scheinen jetzt doch recht zu haben. Und die Dieselkritiker kommen jetzt doch, die alles sozusagen da gesagt haben, wenn der Diesel weg ist, sind auch die hohen Feinstaubwerte weg. Die müssen jetzt natürlich schon mal in sich gehen. Und ich glaube schon, dass da zu so einer neuen Nachdenklichkeit kommt. Wir sind einfach in den, es war alles zu hysterisch, fand ich für meine Person. Dass da die ganze Welt einer 16-Jährigen nachläuft und die zur neuen Jeanne d'Arc macht und die kann vor der UNO oder vor den der USA drüben Dinge erzählen, ihr habt meine Kindheit zerstört und alles, die ist wohlbehütet, ja, aufgewachsen und alles. Es war schon vor der Krise fast so, ja, dass man den Fall schon irgendwo befürchtet hat, irgendwas wird jetzt kommen, weil so kann es ja gar nicht weitergehen. Die permanent boomenden Wirtschaftszahlen, die auch der Ressourcenverbrauch, der exponentiell gewachsen ist und alles, es hat ja fast schon nach so einer Krise irgendwo, ja, geläutet und keiner hat es vielleicht gehört. Jetzt ist die Krise halt da. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich sozusagen der große Auslöser ist. Denn vergleichsweise zu dem, was er hätte sein können, scheint es ja noch harmlos zu sein, dieser Virus. Andererseits haben wir auch im Bekanntenkreis Leute, die halt schlicht und ergreifend noch vor kurzem im Himalaya gelaufen sind und jetzt leider verstorben sind. Ja, das ist tragische Schicksale, die auch damit Corona zusammenhängen. Aber wie gesagt, mir geht es auch um das Thema, wie können wir neu anfangen. Aber ich möchte vorher nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückkommen. Wir haben ja gesprochen, dass die Luft sauberer geworden ist, aber dass trotzdem die Mikropartikel sozusagen ja trotzdem da sind und der Diesel nicht unbedingt schuld ist. Oder wir zumindest denken jetzt aktuell, dass der Diesel nicht schuld ist. Haben wir uns da auch vergaloppiert? Also sind wir da einfach einem falschen Pferd hinterhergelaufen? Nein, wenn man sich mal andersrum ansieht, wie Frau Merkel plötzlich wieder sozusagen zurückkehrt. Also man muss sich ja nur bei Illustrierten, den politischen Illustrierten wie Cicero zum Beispiel, sich die Titelbilder der letzten 12 Monate ansehen. Da wird also das Denkmal Merkel vom Kran weggehoben, da ist die Greta, ist es sozusagen die neue Heroin und so weiter. Wir haben dadurch, dass die Frau Merkel jetzt plötzlich wieder entdeckt hat, dass sie nicht evangelische Pastorin ist, sondern dass sie Naturwissenschaftlerin ist, merkt man ja, wie die Leute plötzlich ihr wieder folgen. Und davor war das ja eine rein, mir viel zu stark, was ich immer kritisiert habe an ihr, viel zu stark subjektiv geführte Debatte. Sie hat ja nur noch emotional gesprochen von Ziel, wir wollen jeden Tag einen Schritt weiterkommen. Sie hat permanenten Kirchentag gehabt. Und das war irgendwo, wir waren zu weit von der naturwissenschaftlichen Basis einfach weg. In der Dieseldiskussion, ja, überhaupt im Umgang mit unserer Industrie, mit unseren Arbeitsplätzen. Es war immer sozusagen, es gibt eine subjektive Seite und eine objektive Seite in der Politik. Die objektive Seite sind die Fakten und die subjektiven Seiten sind eben das, was ich will. Und im Subjektiven zum Beispiel sind die Grünen ja nicht zu schlagen. Die wollen, dass alle Menschen sich lieben, dass keine Kriege stattfinden, dass die Umwelt nicht verschmutzt wird. Das sind alles tolle Ziele. Wo die Grünen ja total versagen, ist ja die Umsetzung. Und die Frau Merkel hat den Grünen natürlich dadurch, dass sie sich auf die subjektive Eis hat ziehen lassen, hat sie natürlich sozusagen einen unglaublichen grünen Boom hervorgerufen. Der bricht jetzt komplett, genauso wie die AfD, in sich zusammen, weil die Leute einfach merken, die Leute können es einfach nicht. Von der AfD kommt ja nicht ein einziger Vorschlag. Von den Grünen kommt ja außer Allgemeinplätzen ja auch nichts. Also ich glaube schon, dass ein ganz großer Wandel eingetreten ist, wieder zurück zur Naturwissenschaft, zurück zur Basis einfach und zurück zu dem, was wichtig ist. Ja,
Wir haben jetzt aber natürlich eine besondere Situation. Es ist auch jetzt natürlich viele mittelständische Unternehmer haben ja Schwierigkeiten. Also ich sage mal immer, ein gesunder Unternehmer sollte 2-3 Monate überbrücken können. Sie sehen ja am Beispiel Lufthansa, dass vieles auch nicht so funktioniert mit 1,2 Milliarden Verlust in den ersten 3 Monaten. Das ist schon mehr als beachtlich sozusagen. Sind jetzt da Bestrebungen oder Gelder gar nicht mehr zur Verfügung, um sich ökologisch aufzurüsten? Nein, also ich meine, dass man einen anderen Umgang mit den Ressourcen braucht, und das ist ja das Thema der Nachhaltigkeit. Und da hat man sicherlich in dieser Boomphase, dieser Unendlichen, hat man falsch gehandelt. Aber man merkt doch, wie der Mittelstand sich jetzt reorganisiert, wie alle Möglichkeiten genutzt werden, wie Kosten gestrichen werden, wie plötzlich, ja, sagen wir, was wir auch nutzen, Zoom oder GoTo oder Skype plötzlich ganz anders genutzt wird, wie die ihre Technik natürlich vorantreiben. Und ich glaube schon, dass jetzt danach dann die Frage nach Dienstreisen sich deutlicher stellen wird. Mhm. Oder wir haben auch bei Firmen, die im Medienbereich tätig sind, wo ich auch ein bisschen Beziehungen dazu habe, wo man fragt, macht man Kurzarbeit oder nicht? Und man dann sagen muss, bei den Leuten, die im Außendienst tätig sind, auch wenn sie zu Hause sind, kann man schlecht Kurzarbeit anmelden, weil der vergisst ja seinen ganzen Tag seine Kunden nicht. Und wenn er den abends um 8 anrufen muss, ruft er den abends um 8 auch an, im Zweifelsfall. Also da, sozusagen, da wird es ganz neue Modelle geben, wo man einfach sagt, auch wenn die Leute jetzt nicht zum Kunden gehen können, trotzdem haben wir in dem Sinn keine Kurzarbeit. Also die Unternehmen, die ich da meine, haben eben in dem Bereich keine Kurzarbeit angemeldet, weil es irgendwie sozusagen inhaltlich nicht stimmt, auch wenn die Leute zu Hause sind. Da kommen jetzt schon ganz, 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 ganz neue Modelle. Und da glaube ich schon, dass der vorsichtigere Umgang mit Ressourcen einfach eine Rolle spielt. Wo dürfen wir einfach nicht sehen, beim CO2-Ausstoß, da sind wir Deutschen weltweit mit, glaube ich, 1,8% dabei. Also wir müssen schon aufpassen, ob wir unsere ganze Industrie ruinieren in einem Ansatz, während dem gleichzeitig die Chinesen ein Kohlekraftwerk nach dem anderen bauen, die Amerikaner neue Kohlekraftwerke bauen. Die Amerikaner jetzt darüber nachdenken, um ihr Erdöl loszuwerden, wo man sich Erdöl nicht verstromen kann. Also ich meine, da sind schon Denkansätze da, da schüttelt man schon den Kopf, ehrlich gesagt, ja. Ja, das ist ja auch ein Wahnsinn, was jetzt mit dem Erdölpreis passiert ist, ne? Das ist ja teilweise in einen Minusbereich heruntergegangen, dass du gesagt hast, du kriegst ja noch... Amerikanisches Öl, ja, genau. Ja. Wenn du das kaufst, schadet das dann eigentlich auch den Bestrebungen in der Umwelt? Oder würde, also wenn es jetzt das Öl wirklich so billig ist und wenn die Amis anfangen, es zu verstromen, das ist ja eher ein Malus. Kann man da nicht irgendwo, sage ich mal, einen Schliegel davor schieben und sagen, Freunde, denkt mal anders drüber nach, was könnte man mit dem Öl sonst machen? Nein, ich meine, natürlich ist es eine, also Öl zu verstromen, ist ein völliger Unsinn. Wenn spätere Generationen werden uns wirklich da am Ohr nehmen, weil natürlich viele Stoffe, die wir heute einfach einsetzen für die Hausisolierung oder alles, was Plastik ist, das kommt alles vom Öl. Die gesamte pharmazeutische Industrie ist ohne Öl derzeit überhaupt nicht denkbar. Also der Öl ist die Grundlage für sehr, sehr vieles. Ja. Und da muss man schon überlegen, wie man mit dem Rohstoff umgeht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es halt in Amerika drüben jetzt Spekulanten böse erwischt, die eben schon Mai-Kontrakte gekauft hatten und der Hoffnung, dass bis dahin der Ölpreis steigt. Also ich kaufe im April billig und verkaufe es im Mai, wenn es dann fällig wird, entsprechend teurer weiter. An dessen hat man einerseits den Einbruch bei der Nachfrage, auf der anderen Seite haben die Saudis und die Russen die Förderung doch nicht so runtergefahren, wie sie es vorhatten. Und mit dem Ergebnis war, dass sie einfach ihre Ölkontrakte nur noch losgeworden sind, indem sie was draufgezahlt haben. Das hat aber mit dem Wert des Rohstoffs eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine reine Spekulation gewesen. Und jeder, der so einen Optionsschein dort kauft, da drüben, erwirbt ja oder kauft ja tatsächlich das Öl. Und denen stand ja bevor, den Händlern, dass sie da hinfahren müssen und das mit dem Tankwagen abholen müssen, das Öl. Und da ist natürlich was drauf zu zahlen, immer noch billiger, als mit dem Tankwagen hinzufahren und das Öl abzutransportieren. Sie hatten eine Abnahmepflicht so unterzeichnet und das hat zu ganz großen Verwerfungen geführt. Und die Saudis sind der Außenposten der USA, die bekriegen sich mit den Russen in der Ölförderung. Bei der Gelegenheit fallen die Amerikaner zurzeit hinten runter, die zu wesentlich höheren Kosten produzieren, weil sie mit dem Fracking ja einfach einen Preis pro Barrel brauchen, der deutlich über dem saudi-arabischen und dem russischen Preis liegt. Also da ist schon sehr viel Spekulation in dem Ganzen drin.
Und da, ja, da trifft, hat die Kapitalisten, hat der Kapitalismus getroffen. Ja, schade eigentlich, dass es auch in dem Kapitalismus so abgeht. Wenn wir jetzt nochmal kurz über die Umstrukturierung, ich springe gerade wieder zurück Richtung Mittelstand, natürlich weg von den Ölförderern. Ja, ja. Wie sollte denn jetzt ein Mittelständler anpacken und zu sagen, also wir haben ja jetzt gesprochen, wir machen mehr Videokonferenzen, also es wird weniger auf der Straße gefahren werden, es wird wahrscheinlich auch weniger geflogen werden. Ich gehe mal auch davon aus, dass das Fliegen jetzt momentan nicht so lustig und so toll ist. Wir haben jetzt auch das Thema Events, die ja auch nicht mehr so viele stattfinden werden. Auch das ist ja natürlich sehr viel Energie, diese ganzen Arenen, die in irgendeiner Form nicht bespielt werden können. Was machen wir denn mit dieser ganzen überschüssigen Energie? Also ich glaube, der Strom produziert sich ja trotzdem weiterhin. Wird jetzt der Strom dann wesentlich billiger auch für uns oder für die Unternehmen? Oder wie siehst du das? Nein, also im Strompreis ist ja der Strompreis selber die geringste Größe. Also mehr als 50% des Strompreises sind ja Umlage und Steuer. Mhm. Also letztlich der Strompreis kann da fallen, wie er will. Also die pro Kilowattstunde, wir gehen jetzt dann rauf, auch rein EEG-Umlage, gehen wir jetzt von 6,7 auf 8,2 rauf wohl im nächsten Jahr, weil natürlich man alles in den Strompreis von der Abwrackung der Atomkraftwerke bis zu dem Netzaufbau, bis zur Förderung der Windenergie, das hat man alles in diesen Strompreis reingepasst. Also auch wenn der Strom nichts kostet, kostet er immer noch für den Endverbraucher 20 Cent, weil der Strompreis selber, die Erzeugung des Strompreises mittlerweile ja eigentlich die billigste Größe ist. Die staatlichen Auflagen, die staatlichen Umlagen und die staatlichen Steuern. Da gibt es noch eine extra Stromsteuer drauf zum Beispiel, weil da hat man eh schon das EEG mit den Umlagen. Nein, da muss auch die Stromsteuer auch noch und da muss auch die Mehrwertsteuer auf die Stromsteuer draufgepackt werden. Ich meine, da hat man diesen Energiepreis, hat man sehr viel reingepackt, was jetzt natürlich, ja, dann, wenn der Strompreis gegen Null fällt, kommt beim Endverbraucher letztlich nichts an. Und es ist ja immer so, das ist ja nachgewiesen, dass bei den Unternehmen, bei den Erzeugern, wenn der Preis fällt, dann brauchen die lang, bis die mal nachziehen. Wenn der Preis steigt, ziehen sie ja sofort nach. Also insofern kann man sagen, das ist ja, man hat eben immer da, wo der Staat derartig brutal eingreift in die Märkte, kommen halt solche unglaublichen Verwerfungen, wie wir es jetzt zur Zeit haben. Sollten wir da nicht auch ein bisschen anders reagieren? Wir haben ja auch unter unseren Mitgliedern etliche Rechenzentrumsbetreiber, gerade die EEG-Umlage ist ja für die der Hauptausgabepunkt sozusagen, weil Rechenzentren brauchen viel Strom, das ist klar, aber sind jetzt sozusagen gerade in einer Krise, glaube ich, eine der wichtigsten Säulen, die wir haben. Sollte nicht da auch ein Umdenken stattfinden und sagen, pass auf, wir müssen EEG gerade für Rechenzentren, die uns Videokonferenzen besorgen, die uns ökologisch stärker unterstützen bei unserer ökologischen Strategie, weil wir eben weniger reisen müssen, weil wir weniger fliegen, sollten wir da nicht ein bisschen aktiver werden und die Preise eben auch entsprechend, also die EEG-Umlagen eher kürzen für die Unternehmer? Ja, ich sage, es ist immer schwierig, weil der Politiker nimmt ja die Menschen aus der Wirtschaft immer nur als Jammerer wahr. Die Wirtschaft macht einen ganz, ganz großen Fehler, indem sie immer nur dann kommt, wenn ihr was fehlt. Und der sich gerade im Energiebereich wird gejammert und gejammert und gejammert und gejammert, aber eine echte Abwanderung der Industrie aus Kostengründen ist ja letztlich nicht festzustellen. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber der Energieanteil bei der Erzeugung eines Kfz liegt im Kostenbereich bei unter 2%. Also es ist immer noch, da ist noch viel Luft. Und natürlich diejenigen, die sozusagen nur mit Energie arbeiten, die ja im Prinzip ja so gut wie ja einmal Hardware investieren, aber ansonsten keine Investitionen haben, ist natürlich die Rechenzentrumbetreiber trifft. Aber man kann nur sagen, auch wenn man mit der Politik spricht, der Unternehmer, die nehmen die Wirtschaft immer als diejenigen da, die permanent jammern. Und das ist nicht schon etwas, die Wirtschaft muss da schon meiner Meinung nach mehr Dialog suchen. Und Dialog suchen heißt jetzt nicht einen Termin bei der Bundeskanzlerin beantragen, das kann die Frau ja gar nicht machen, sondern auch mal auf der Parteiebene, auf Ortsverbandsebene, Kreisverbandsebene und so weiter, sich da mal einbringen, da mal Schatzmeister sein, da mal sich da sozusagen ja in die öffentliche Diskussion auch der Parteien ein. Darunter leiden alle Parteien.
Und wenn dann was fehlt, dann schreit die Wirtschaft nach Hilfe. Und wenn es da aber was bedanken, tut sich eigentlich keiner. Das sagen mir immer wieder Politiker, da setzt du dich ein, machst und tust. Und dann hörst du von denen nichts, dann rufst du den an und sagst, ja, hat das jetzt was? Ja, das hat schon was gebracht, danke schön. Also das, da muss man auch mal sehen, dass die Wirtschaft von sich aus mal aus dieser Jammerstellung raus muss. Der Staat hängt sich zurzeit aus dem Fenster, so gut er kann. Kurzarbeitsgeld von 65% auf 90% drauf, die Zahlungen, die der Staat einfach mal sozusagen auf verloren hinbucht, die ganzen Kreditmassen, die zur Verfügung gestellt werden. Ja, es ist eine schlechte Zeit zu jammern jetzt für die Wirtschaft. Wenn der Staat das nicht hätte, dann, mein lieber Schwan, dann wird der Vorhang anders runtergehen. Gebe ich dir absolut recht. Das ist auch, ich sage mal, eine Botschaft jetzt zum Abschluss nochmal von dir auch, versteckt da drin, engagiert euch mehr auf Kreis- und Bund- und Landesebene, auch als Unternehmer durchaus auch mal sich Communities in jeglicher Form auch mal anschließen. Ob das ja, man muss da reingehen. Der Mittelstand ist natürlich aber genauso auch politisch engagiert, um seine Ideen und seine Ansichten. Ich höre es ja auch nur, beispielsweise nicht von meiner Schwester, aber im Europaparlament zum Beispiel. Die Deutschen sind Weltmeister darin, wenn eine Richtlinie dann vorliegt, dann zur Bundeskanzlerin gehen und die muss dann da antreten und die muss kämpfen und diese Chemierichtlinie muss weg und die Richtlinie muss weg. Die warten immer zu lang, die Deutschen, die Unternehmer. Und ich höre auch aus dem Europaparlament immer, ja, das wird doch jahrelang davor in Ausschüssen besprochen. Das hängt doch in der Tagesordnung. Das kann man doch sehen, was da sich aufbaut. Da muss man doch in dem Stadium schon kommen und nicht immer warten, bis am Ende dann Frau Merkel alles rausreißen soll. Also da muss man wirklich der Wirtschaft einen Vorwurf machen. Man muss sich auch mehr parteipolitisch engagieren und nicht immer darauf schimpfen, dass das Parlament mal voller und mal leerer, aber immer voller leerer ist. Ja, also politisches Engagement für alle, das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil sonst schimpfen wir immer über die, die da ja rumturnen und eh keine Ahnung haben. Also dann sollten wir mal schauen, ob wir mit Ahnung auch ein bisschen reinkommen können. Also, und auch mal Dankeschön sagen Richtung Politik. Ach, wir als Unternehmer einfach mal Dankeschön sagen. Ja, ja, finde ich gut. Schönes Schlusswort für heute. Ich freue mich auf nächste Woche wieder mit dir und wünsche dir jetzt erstmal einen angenehmen Tag. Danke, ebenso ein schönes Wochenende. Servus, ciao und baba.